Moin Leute, ich habe mittlerweile vollen Impfschutz und ja, eigentlich wollte ich euch das zweite Video ja auch noch zeigen mit der von der zweiten Impfung. Und das Problem ist, ich hatte an dem Tag, an dem ich geimpft wurde, so scheiß Wetter, dass mir der Ton an dem Tag komplett zerfetzt ist draußen. Der Wind hat einfach alles weggeblasen und das Material war unzumutbar. Und ja, deshalb mache ich das jetzt mal mit Anmoderation. Und ja, ich bin einfach hingefahren, habe mir die Impfung geholt, habe mir noch was Schönes zu essen gemacht und pünktlich 11 Stunden später nach der Impfung ging das dann so weiter. So, Leute, pünktlich 11, 12 Stunden später, jetzt ist es 10:30 und die Impfung war um 12:05 Uhr. Bisschen später. Also nicht ganz 12 Stunden, 11 Stunden, 10 Stunden später. Ich merke definitiv jetzt so ein bisschen, mir ist kalt und ja, fühle mich auch nicht so gut. Habe das Gefühl, könnte Fieber geben. Der Arm tut scheiße weh. Ich kann ihn gar nicht mehr heben. Also, gucken, wie die Nacht wird. Ich berichte morgen. Boah, Leute, das kickt diesmal richtig rein. Ja. Fieber, Herz fühlt sich an, als wenn ich gejoggt hätte. Und ich habe keinen Bock mehr drauf. Deswegen, wohlbekommt, schmeiße mir jetzt die erste Ibu rein. So gefühlt, oh, 38, ich weiß es nicht. Ungefähr. Also. Auf dass es in ein paar Stunden besser ist. Vielleicht schon in einer Stunde. Linker Arm geht gar nicht mehr. Und ja, ich bin auch durstig wie Sau. Puh, schlapp. Fühlt sich wie eine richtig schöne Grippe an. Uhrzeit, by the way. Es ist 2:30 Uhr nachts. Moin Leute, eine ja, Zusammenfassung der Nacht. Ich habe das T-Shirt durchgeschwitzt. Ich habe die Jacke durchgeschwitzt und ich habe das Laken durchgeschwitzt und ich habe sehr viel getrunken und war einmal wach, habe da 4 Gläser Wasser getrunken und die Ibu eingeworfen. Dann recht schnell wieder eingeschlafen, um morgens wieder aufgewacht und ja, kennt ihr das, wenn ihr dann die Nacht durchgeschwitzt habt und man hat irgendwie nächsten Morgen das Gefühl, man ist über den Berg. Ich bin aber nicht sicher, ob das jetzt die Ibu ist oder ob ich jetzt tatsächlich schon über den Berg bin. Deshalb, ne, habe ich keinen Bock, das auszuprobieren. Ich nehme einfach noch eine. Und dann gucke ich mal, wie es heute Abend, ja, heute Abend geht. Ja, das ist der Plan. Status-Update. Ich denke, ich bin über den Berg. Also, ich habe zwar jetzt heute Morgen noch eine zweite Ibu genommen, aber ich glaube nicht, dass die so hart reinkickt, dass es mir so viel besser geht. Ich habe jetzt noch ein bisschen schlapp, bisschen Unwohlsein, aber ist cool. Oh, geht weiter. Ja, ich dachte, ich bin schon über den Berg, aber offensichtlich nicht, weil es gibt immer bei mir diese Fieberphasen, die sind nachts und abends und ich merke schon wieder, wie es losgeht langsam. Und nun die Ibu, die ich letztens genommen habe, die letzte war auch heute Morgen, also die wirkt wahrscheinlich nicht mehr. Heißt, wollen wir mal prüfen, was ich für Fieber habe. Steht 38,4. Kurzer Zwischenstand, es ist Mittwoch, also 2 Tage nach dem Montag, an dem ich die Impfung bekommen habe. Und es geht mir sichtlich besser. Ich habe heute keine Ibu mehr genommen und ja, heute Morgen war noch ein bisschen, aber mittlerweile, ich denke, das Ganze ist so gut wie überstanden. Ich bin noch ein bisschen müde, ein bisschen ausgelaugt, aber ich fühle mich nicht mehr sehr krank oder nicht mehr wirklich krank. Und ich denke, morgen ist das ganze Ding over. Bin gespannt. So, und wir gucken jetzt noch ein bisschen Deutschland gegen Ungarn. Was meinst du, dann geht es mir wieder besser? Ja, voll. Dir geht es wieder sehr gut. Ja, ne? Und seit wann geht es mir wieder gut? Seit heute. Seit heute erst morgens. Noch nicht so, ne? Morgens noch nicht so. Heute Morgen, meinst du? Heute Morgen noch nicht 100%. Ja, nee, dein Arm hat auch noch viel getan. Ja, der tut auch immer noch weh. Aber ich würde sagen, ich bin durch. Außer, dass der Arm weh tut. Oder habe ich mich angestellt?
Moin Leute, heute ist Sonntag schon und ich wurde am Montag geimpft, heißt es sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 6 Tage vergangen. Und Arm ist komplett weg, im Prinzip war es gestern auch schon komplett weg, aber heute ist es wirklich komplett weg. Also ich habe gar keine Beschwerden mehr, keine Armschmerzen und ja, das Kränkeln war auch schon im Prinzip Donnerstag komplett weg. Ja, Dienstag, Mittwoch habe ich schon gekränkelt, auf jeden Fall. Und Donnerstag war der erste gute Tag. Und der Arm, der zog noch bis Freitag, gestern vielleicht minimal noch und heute ist alles wieder komplett cool. Also, easy, kann man machen, keine Angst und gib ihm.